so, da bin ich auch schon wieder bei Zelda und im Tempel des Windes. Und wir lösen jetzt mal das Rätsel ja auch, was wir letztes Mal nicht mehr ganz geschafft haben, aber jetzt definitiv. Und gucken, was gleich passiert. Ich weiß selbst nicht mehr so genau, was jetzt passiert. Ah, wir bekommen einen Schlüssel. Ein Schlüssel ist doch immer was Feines. Ein Schlüssel könnt ihr immer gut gebrauchen. Vor allem, wenn man runterspringt. Oh mein Gott, laggy. Ja, das war schon sehr super. Das war schon eine super Vorstellung gerade vom Laggen. Egal. Ich hoffe, euch stört es nicht so extrem, dass es wirklich so dermaßen laggt. Da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen, aber naja. Ich glaube, mein PC gibt schon sein Bestes, um hier möglichst wenig zu laggen, aber eigentlich ist mein PC recht gut, aber ich weiß auch nicht. Kann ja nicht alles können. So, wo muss ich eigentlich hin? Ach, ich habe eine Idee, wo ich hin soll, muss, könnte. Oder? Weiß ich nicht. Ach doch, ich glaube schon, dass ich weiß. Oder? Weiß ich noch nicht, ob ich es jetzt schon weiß. Mal schauen. Einfach mal durchlucken. Mal gucken, wie lange wir in den Tempels des Windes hier brauchen. Eigentlich. Ich rechne mal so mit 5-6 Parts. Jetzt sind wir schon den dritten Part hier drin, glaube ich. Da kommt hier ein dritter Part, müsste das sein, den wir hier langlatschen. So, da brauchen wir den Schlüssel, um die Türe zu öffnen, und ich glaube, wir bekommen gleich etwas Feines. Ja, ich freue mich. Ja, wir bekommen etwas Feines. Wenn ich mich recht erinnere, sind das die Bomben. Ja, eine Bombentasche mit der Blablabla. Ja, auch egal. So, erstmal Items ausrüsten, die Bomben ausrüsten. Und da weiß ich auch gleich, wohin mit. Wenn mich hier die Gegner nicht nerven. Gleich mal hier hoch. Dann da langlatschen, wo sie mich nicht erwischen können. Und da haben wir einen Riss in der Wand, den wir mit Bomben freisprengen können. Ja, wir haben endlich Bomben. Das freut mich so richtig schön. Denn ich wollte schon immer Bomben haben. Bomben sind etwas Feines. So, einmal Bombe hier hoch, damit sie da freispringen kann. Mal ein paar Bomben wieder auffrischen, nachdem ich zwei verschwendet habe. So, gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ja, nichts Besonderes. Bomben haben wir jetzt voll, also kann man die gerade gar nicht gebrauchen, aber egal. Wir kriegen schon hier irgendwas Feines hin. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, was man hier machen musste. Ich glaube, das war so eine Kettenreaktion, da muss man ganz schnell langlatschen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, so war es. Also, es ist gut, dass ich hier erstmal langgelatscht bin, weil so konnte ich erstmal die Gegner, die hier sind, abklatschen. Und jetzt latsche ich da hinten hin. Ich glaube, wenn die Tür einmal offen ist, dann bleibt sie offen oder so. Oder so ähnlich. Oder was weiß ich, wenn ich einmal drüber latscht bin, dann habe ich sie in den Boden gestimmt. Oder was weiß ich. Ja, man hört schon, hat gerade schon so eine Uhr ticken hören. Ach scheiße, das ist ein Fake-Gegner. Hätte ich wissen müssen. Ja, ja. So. Einmal bitte aufwachen. Und einmal Bombe gegen. Und einmal den Gegner klatschen.
Auch wenn ohne Risse können den wahren Weg verwehren. Ja, das ist wohl wahr. Ich zeige euch gleich, woran man was erkennen kann. Naja, eigentlich erkennt man schon. Ja, komm her, mein Großer. Fein hast du das gemacht. So, dann springe ich erstmal den Weg hier auf, weil hier sieht man ja, dass ein Weg entstehen muss irgendwie. Das sieht man ja automatisch. Wer es nicht sieht, muss schon extrem blind sein. Oder was meint ihr? Wer es nicht sieht, muss doch blind sein. Ich bin blind. Ich sehe es nicht, ich bin blind. Nein, ich habe nichts gegen Blinde. Hab ich wirklich nicht. Aber das sieht doch wohl jeder, dass da ein Weg sein muss. Wenn dir schon vorher so ein Tipp gegeben wird, dass nicht immer Risse in der Wand sein müssen, sondern dass auch so irgendwelche anderen Kennzeichen dafür gibt, dass da was aufgeht, dann weiß man das eigentlich automatisch. Sollte man zumindest das immer noch nicht gecheckt hat, da war es nicht immer ein Riss, der den Weg verbirgt. So, nämlich auch mal sowas halt. Hier ist zum Beispiel auch kein Riss in der Wand, aber man erkennt es. Wenn man hier nah genug dran ist, dann sieht man, dass hier auch wieder so ein komisches Feld ist, also legen wir da einfach eine Bombe hin. Wer jetzt keine Bomben mehr hat, der hat Arschkarte. Muss ich irgendwie welche suchen. Ja, ich hatte auch schon mal das Pech, in einem Tempel irgendwie keine Bomben mehr zu haben. Das war schon sehr, sehr, sehr peinlich. Und dann musste ich mir halt irgendwie welche kaufen oder so, wie ich gar nicht mehr. Ah, normalerweise bekommt man genug Bomben in den Tempeln. Naja. Ah, sowas war das hier. So, ich platze die mal möglichst mittig. Ich hoffe einfach, dass ich beides mitbekomme. Wäre sehr schön. Ja, natürlich bekomme ich nichts von beiden mit. Aber warte mal, wenn ich einmal hier eine Bombe und einmal da eine Bombe, dann muss die eine Bombe die andere mitreißen. Wenn ich nicht ganz blöd bin. Und sie kamen beide gleichzeitig an, das finde ich sehr schön. Das ist sehr feierlich, da freue ich mich drüber. Und so komme ich hier durch. Fein gemacht. Und was haben wir hier eigentlich drin? Ey, der Master Key. Jo, dann machen wir in einer... Ich glaube, dann wird es in der nächsten Runde den Bosskampf geben, im nächsten Part. Erstmal möchte ich ja... Toll. Das war ja sehr schön. Und durch, gut durchdacht, muss ich schon sagen. Wo ist der Schlüssel? Ah, das von meinen Füßen. Ja, ich habe ihn gerade nicht gesehen. Es tut mir auch sehr leid, dass ich nicht immer alles sehe. So, dann erstmal schnell noch die kleine Boss-Vorbereitung. Und dann würde ich sagen, die machen wir aber erst im nächsten Part, denn ich möchte, dass ihr weiterguckt. Mwahaha. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Boss hier war, aber ich denke, naja, muss was mit Bomben zu tun haben. Nicht umsonst haben wir die Bomben hier bekommen. Würde ich mal stark vermuten. Aber ich lasse mich genauso überraschen wie ihr euch, wenn ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, oder noch nicht kennt oder wie auch immer. Ja, er hat was mit Wind zu tun auf jeden Fall. Das war mir schon vorher bewusst, dass es ein Windboss sein muss. So, die Tür öffnen wir mal noch schnell. Wenn du zurück zum Eingang willst, springe in den Lichtkegel. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte noch schnell Krüge zerstören. Und gucken, ob ich mich ein bisschen aufladen kann noch. Was ich sicher kann. Zumindest bombenmäßig. Und dann sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Part, wenn wir den Boss erledigen. Tschüssi!